Trade of the Day, 1.3.2022. Dann schauen wir doch mal, was wir heute wieder für Möglichkeiten haben. Und heute haben wir doch einen recht vollen Kalender vor uns. Allerdings sind nicht alle Nachrichten wichtig. Aber dennoch, es ist ein recht voller Kalender. Da kann dann, es könnte, ja, es könnte einiges passieren, aber in der momentanen Zeit, wo wir leben, also dem Umfeld des Krieges, sind natürlich andere Nachrichten wichtiger. Aber auch die müssen sich natürlich erstmal entfalten und müssen auch dann kommen. Das ist ein bisschen schwieriger, generell da dran zu gehen, weil wir müssten ständig vom PC sein, um alles mitzubekommen, was das Ganze natürlich recht anstrengend macht. Aber wir hatten heute Nacht, oder eher gesagt heute Morgen, früh morgens, die RBA, die hat hier ihren Statement rausgegeben, einen Cash Rate gesettelt, ist natürlich gleich geblieben, hat sich nichts geändert. Aber das hatten wir heute Morgen, was natürlich für die Märkte wichtig war, besonders für uns FX-Trader. Dann werden heute noch Nachrichten aus Kanada rauskommen, GDP-Nachrichten, genauso wie in Amerika, die ISM-Daten und die PMIs, die mir natürlich sehr, sehr gut gefallen. Und wir hatten schon die ganzen Daten hier aus Europa, die ganzen CPIs, PMIs, die halt rauskommen. Die deutschen CPIs sind gerade erst am Kommen. Aber ansonsten hatten wir noch die ganzen Daten hier in Europa. Okay, gut. Für mich wird es eher interessant sein, was für Nachrichten denn wir für den Dollar heute noch bekommen. Also sprich, was für Zahlen hier unten herauskommen. Ne? Was werde ich haben? Was werden mir die PMIs hier sagen? Und die ISMs. Also das wird mich interessieren, was da rauskommt. Aber da gehen wir auch gleich drauf ein. Weiter, was kam dann mit der Reserve Bank of Australia heraus? Also die hatten ja ihr Meeting und die haben erstmal nichts getan, also die Cash Rate ist gleich geblieben, die Zinsen sind gleich geblieben und ansonsten hat sich nicht allzu viel verändert. Aber die RBA hat etwas hinzugefügt und zwar, sie erkennt an, dass das, was in der Ukraine gerade passiert, definitiv Unsicherheiten gibt. Es gibt Unsicherheiten und zwar wissen wir nicht, was passiert. Erst einmal Preise der Commodities, also der Rohstoffe, sind nochmal weiter gestiegen wegen dem Krieg in der Ukraine. Das hat schon mal die RBA, also die Reserve Bank of Australia, auch erkannt. Und es ist natürlich eine weitere Ressource, also ein weiterer Grund der Ungewissheit. Ungewissheit, was passiert? Schwierigkeiten, mehr oder genauer Geldpolitik zu betreiben, weil es ist halt einfach viel, viel schwieriger, wie sich das auf die Inflation auswirkt, wie sich das auf das Kaufverhalten auswirkt, also das Konsumerverhalten und, und. Das macht es alles einfach schwieriger und die RBA, die hat das jetzt schon erkannt oder also aufgenommen. Wenn ich hier erkannt sage, dann meine ich aufgenommen und das dann der Finanzwelt dementsprechend präsentiert. Und das ist natürlich klar wieder ein weiterer Faktor, der das Ganze wieder schwieriger macht. Ich meine, die ganze Zeit hatten wir ja was mit Omikron oder generell mit Covid. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Faktor, der nicht einfach sein wird zu predikten, also herauszufinden, was da passiert. Und das erkennen ebenfalls die Zentralbanken. Das macht es einfach schwieriger. Aber tendenziell ist das ganze Statement eher, es passiert nicht viel. Ja, es passiert nicht viel. Es ist, ich würde sagen, nicht so stark hawkisch. Ich würde es ganz leicht eher ins Dovische einordnen. Was bedeutet, es ist eher etwas, wo ich den australischen Dollar vielleicht jetzt short nehmen könnte, anstatt long zu gehen. Besonders mit dem Hinblick dahingehend, dass wir hier einen Krieg haben, was sowieso nicht so toll für die australische Wirtschaft sein sollte. Wobei steigende Rohstoffpreise ihr wieder förderlich sind. Ne? Also das Ganze ist nicht allzu einfach, aber typischerweise haben wir ja diese Risk Flows, Risk On, Risk Off und das würde eigentlich gegen den australischen Dollar, würde gegen den australischen Dollar sprechen. Aber wie gesagt, höhere Preise in den Commodities hilft auch wieder Australien. Gut, nichtsdestotrotz habe ich mich im australischen Dollar Short positioniert und wir sehen hier den 4-Stunden-Chart. Und ich frage mich eins: Das Statement, was herauskam mit den zusätzlichen Unsicherheiten, mit den Aussagen, dass die Löhne doch nicht so schnell steigen, das alles zusammen, frage ich mich, was hat der australische Dollar hier oben zu suchen? Warum ist der australische Dollar gegen den US-Dollar hier oben? Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, das passt einfach nicht. Und genau deswegen habe ich mir auch meinen Einstieg gesucht, weil ich habe dann die Liquidität, das kennt ihr mittlerweile alle hier, diese Liquidität genommen, habe sie einfach verkauft. Und zwar recht radikal und recht schnell. Und das sehen wir hier. Das ist jetzt von unserem Partner, was ich immer dienstags mache. Und ihr seht eins, dass die Position im quasi Break-Even ist, also plus 8 Dollar. Das ist sinnlos natürlich, aber ist auf Break-Even.
Die Summen wollte ich hier nicht zeigen, aber einfach, dass die Position hier auf Break-Even ist. Ihr seht also, hier wurde sie letztlich auch eingegangen. Also da war der Einstieg quasi ganz da oben. Und der Grund war wirklich ganz, ganz simpel. Das hier, das Verstehen, was hier überall steht, das ist jetzt nur eine Zusammenfassung natürlich, das Statement ist viel, viel größer. Aber erstmal verstehen, was hier los ist und dann danach hingehen und das übersetzen irgendwie mit, was zeigt mir der Preis? Wo gibt es denn Liquidität? Was ist jetzt möglich? Wer hat denn hier einen Vorteil? Fragt euch doch mal, wer hier einen Vorteil hat. Genau, die, die verkaufen wollen. Genauso wie hier hat der Vorteil wer? Der kaufen will. So, und jetzt habe ich einen Vorteil für Verkäufer. Plus zusätzlich, ich sehe das eh sowieso eher da an, dass der australische Dollar fallen könnte. Das alles zusammen ist klar für mich. Wenn ich so denke und ich darauf wette oder spekuliere, dann muss ich hier shorten. Und dementsprechend ist hier auch der Short passiert. Genau deswegen. Also ziemlich einfach und simpel. Und es ist nicht nur dieses Statement, es kommt auch noch dazu, dass wir diesen Krieg haben. Total sinnlos natürlich, aber es ist leider wie es ist. Ja, toll finde ich es nicht, aber das ist nun mal etwas, was jetzt die Märkte einfach trifft und das kommt mit dazu. Das drückt ebenfalls auf das Sentiment, was tendenziell eher einen abschwächenden australischen Dollar zur Folge hat und das kommt mit dazu. Weiterhin haben wir gestern diesen Trade besprochen. Das war ja eine Aktie und da diese irgendwo hier hochkam bei 49 roundabout, habe ich sie geschlossen. Ne, also es waren Pi mal Daumen 30 oder 30,3, 31% auf diese eine Aktie. Und deswegen habe ich sie geschlossen, weil es war hier in dem Fall ein Trade. Das war ein Zukauf, also ein Trade. Und dementsprechend kein langfristiges Investment, was ich mit diesem Trade hier verfolgt habe. Und deswegen habe ich es dann geschlossen bei Pi mal Daumen 30%. Ja, abzüglich irgendwelchen Kosten sind wir halt bei 29 oder 29,5, irgend sowas. Aber egal wie, ich habe ihn geschlossen, weil die Firma nicht wirklich sonderlich gut ist. Also die Firma ist nicht dafür geeignet, dass ich hier ein mega langfristiges Investment mache, sondern es ist wirklich etwas, wo ich situationsabhängig handeln kann. Das habe ich dann auch hier getan und dementsprechend ist diese Position jetzt zu, die ist geschlossen und das ist erstmal wie es ist. Also fertig, ne? Ist nichts mehr. Gut, okay. Dann haben wir das soweit geklärt. Ich würde sagen, wir hören uns wieder morgen. Ja, wir hören uns wieder morgen. Und bis dahin wünsche ich eine erfolgreiche Woche. Schaut, dass ihr wirklich vorsichtig seid, weil wir haben sehr viele Faktoren am Markt, die alles Mögliche bedeuten können. Es ist schwer zu deuten. Im Nachhinein natürlich wie immer sehr, sehr einfach, aber momentan recht schwer zu deuten, weil man nicht weiß, was gerade passiert, was noch am Schluss rauskommt. Irgendwelche neue Sanktionen, neue Erkenntnisse im Krieg, neue Sachen, sonst irgendwas. Und das macht es halt doch recht schwierig, jetzt was zu finden. Aber ja, dank der Zentralbank hatten wir etwas, was wir für uns nutzen könnten und konnten das wieder übersetzen in den Chart und konnten dann letztlich hier einen Trade finden. Und das hilft dann doch nochmal, wenn wir wieder so Kleinigkeiten haben, die wir nutzen können, weil letztlich sind wir dankbar für jeden Trade, den wir finden in dieser Zeit. Also bis dahin, ich wünsche eine super Woche und wir hören uns wieder morgen. Ciao, ciao.